nein, sie schmeißt nur den Ballon. Alles kein Problem, weil ich da gerade im Park komm. Ey, yo, die sind gut drauf, Freunde, ich glaub, das ist kein Scherz. Das ist die Liebe der Leute in Form dieses Herz. Ja, man, so sieht's aus, Leute, seid ihr gut drauf. Dann gebt mir ein Signal und seid mal laut. Ah, jetzt fang ich es erst an zu begreifen. Die Leute, ja, die wollen anfangen zum Stage steifen. Aber da unten, da stehen noch viel zu wenige. Prost auch an dich, obwohl ich das Bier nicht hab. Aber das mit dem Stage steifen, das mach ich nicht mit. Da sind zu wenige Leute und ihr brecht euch das Knick. Und dann muss ich euch verarzt, muss euch heilen. Hier ist David B, ich muss jetzt rappen und will mich nicht beeilen. Beeil dich nicht, das mit dem Stage steifen, das wär auch sehr. Ich mein, ich bin zu schwer. Und dann bricht sich der ein oder andere den Arm. Und wird mal sagen, oh, der Reckless hat's getan. Naja, bei mir ist es anders, bei mir sieht's jeder. Für die Stage steifen, ich bin so leicht wie ein Feder. Schaut mich an, aber das ist meine Figur. Und überhaupt für diese Fröhlichkeit liegt in meiner Natur. Yeah, David B, der Chef mit dem Rap-Shit. Wer mich beim Stage-Steigen aufbauen will, der muss zum MacFit und ein bisschen trainieren. Und danach können wir noch mehr gute Raps hier servieren. Und jetzt nochmal von mir eine Bitte an den Soundmann. Tut mir leid, ich brauch das Mic wohl noch ein bisschen lauter. Ich sehe heute hinten die Typen und die Frauen da. Und jeder Star ist down, Mann. Tut mir leid, das ist ein Freestyle und ich hab's halt verkackt. Aber am Ende ist mir eines Wichtiges reinzupassen. Dann ist es das Freestyle und dann das ist das Rap. Und der Roger Leck, der macht den Scheiß perfekt. Wir sind ein Münchner und ich bin der alte 58er. Ihr habt ein großes Glück, es ist der Künstler da. Und so kann ich nicht arbeiten. Wollt ihr, dass wir aufhören oder da bleiben? Dann macht man bitte Lärm und zwar so richtig, richtig fett. Das ist mich von der Bühne runter smash. Und zwar richtig laut, die Männer und die Frauen. Ich kann sogar das, man nennt mich den Rack. Trete in die Mitte der Bühne, denn wenn ich rap, skicke aus dem Mund heraus, dann schauen die Leute so wie Hunde aus. Also wie Hunde in einem Lichtkegel von einem fahrenden Wagen. Kein Problem, wenn ich mach die Sache, bin ich gekommen, um zu schlagen. Sondern nur ein paar Reime zu kicken, Leute wissen, wir reden über gute Sachen und nicht um zu dissen. Kommen wir an das Mikro jetzt. Dieses Mic ist von David besetzt und dieses von diesem Rack. Seid ihr noch am Set? Dann alle Arme nochmal hoch, dann wäre das echt perfekt. Weil ich mach die Sache schon ein paar Jahre. Und es ist komisch, dass wir hier noch nie waren, doch jetzt sind wir hier, also Traum. Alle die Männer und Frauen sagen, Gott sei Dank sind die Jungs da und mit dem Sound. Da können wir schon arbeiten, da können wir schon was machen. Und ich seh grinsende Gesichter, wir bringen euch auch zum Lachen. Und so muss es auch sein, ich bin dann schon wieder raus, David, hau rein. Ich hau euch nochmal rein, bis ihr Freestyle heute am See. Hey Leute, merkt schon, die Stimmung hier ist echt okay. Ihr habt wahrscheinlich schon den ganzen Tag gesoffen, aber das ist auch gut. Und jetzt seid ihr halt offen für unseren Scheiß und redet uns nicht und ist doch nicht. Ja, das ist David P und da, wo ich bin, da ist das Licht. Und deswegen krieg ich die Freestyle hier für eure Köpfe. David P, ein Mikrofon, ey, oh Mann, ich, tut mir leid, den Reim hab ich verpasst. Hey Leute, was ist los? Habt ihr Bock auf den Shit vom Goetheplatz? Dann kick ich meine Parts und sie hat's noch hinterher. Ey, yo, Redenburg und der Rest wollt ihr noch mehr? Explizit, ich glaub, das ist ein Zeichen von den Leuten. Here we go again. Ja, ey. Okay,